Können wir uns darauf einigen? Sie schaut so ein bisschen an dir vorbei, hat ihre beiden Hände immer noch links und rechts an deiner Brust und guckt so zu dann den anderen, die dann nach und nach eintreten. Oh. Zum Gruße. Hallo, schöne Höhle habt ihr hier. Zart zum Gruße. Was macht ihr hier? Ich bin Regenbogendeuterin, ich bin Sievi. Ich passe auf die Flüchtlinge auf. Ah, ich hatte mich schon gewundert. Ich hätte eher eine Effortgeweihte hier erwartet. Aber nee. Die Regenbogen haben euch angelockt. Ja, genau. Nee, die Effortgeweihten sind alle weg. Alle? Das ist traurig. Ja, sie sind tot. Ah, kämpfend untergegangen. Wie viel seid ihr noch? 50. Geht es euch gut hier? Uns schon, aber der Wasserdümpfe nicht. Aliona ist verletzt. Könnt ihr klagen? Geht mal lauschen. Es donnert einfach nur noch von dem Wasserfall. Ich höre hier nix. Habt ihr vielleicht, eine Art, eine Wasseraussparung, wo der Wasserfall hineintropft und bei einer Kaskade oder etwas ähnliches, sodass man ihr Klagen unter Wasser vernehmen könnte? Weiß ich nicht. So gut kenne ich mich ja auch nicht aus. Ich gucke meistens in die Regenbogen und passe auf die anderen auf. Nun, wo wohnt diese Nymphe denn? Hier in dieser Kaverne? Im Wasserfall. Ich glaube, sie hat versucht, den Effortgeweihten zu helfen und wurde dabei verletzt. Das ist bestimmt Asmodeus' Werk. Oh, das ist ja ärgerlich. Ich würde mal ihre Hände von meiner Brust entfernen. Boltax, das klingt doch sehr nach einem Boltax-Problem. Ja. Ich werde einmal gucken, ob ich ein Wasserbecken oder eine Vertiefung oder so finde, wo ich gänzlich untertauchen kann. Vielleicht kann ich mich mit Herrn Nymphe ja unterhalten. Ich kann dich auch in den Wasserfall halten, wenn du willst. Danke für das Angebot. Als letzte Rettung wird er sicher gern darauf zurückkommen. Genau. Voltax, du bist dir sicher, dass dies ungefährlich ist? Ja, natürlich. Ich suche einfach ein Becken und... Ihr erinnert euch doch, als ich mich einmal mit dem Aal von dieser Wasserhexe unterhalten habe, nicht wahr? Ich denke wo nicht. Ihr den Kopf ins Wasser gesteckt habt. Ja, ich denke nicht, dass es ein Aal war. Naja, was auch immer. Ein großer, wohlschmeckender Fisch. Wenn nicht, dass ich ihn probiert hätte. Auf jeden Fall möchte ich diesmal gänzlich unter Wasser tauchen. Auch wenn mir das Wasser immer noch nicht sehr behagt. Aber ich denke, in diesem Fall wird es wohl die einfachste Möglichkeit sein. Deshalb hatte ich ja nach einem Becken oder etwas Ähnlichem gefragt. Soll Abel mir vielleicht sein Seil um dich binden? Ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Na gut, warte einen Moment. Würfel mal auf Bergbau. Ja. Moment. Das ist keine unterirdische Stadt. Das dachte ich mir schon. Ja, nach kurzem Suchen kannst du auch den einen oder anderen Riss finden oder Spalt, den das Wasser über die Jahrtausende hier gearbeitet hat und würde sich auch so anbieten, dass die Strömung hier einigermaßen ruhig ist, sodass du dann eintauchen könntest. Gut, dann würde ich einen Wasseratem wirken, aufrechterhaltend. Kommt dann drauf an, wie lange ich unter Wasser bin. Denkt an, das Seil ist nur 10 Meter lang. Ja, ich muss hier nur komplett unter Wasser tauchen. Ja, dann würde ich mich schon mal bis zum Kopf ins Wasser reinbegeben, dann den Zauber wirken, mir dabei Zeit lassen. Okay, das ist gelungen. Und dann untertauchen. Ja, du kannst dich so ein bisschen orientieren, versuchst dich so ein bisschen an die Temperatur anzupassen und auch an die Dunkelheit hier unten und kannst dann nach einigem Suchen und Zerren an dem Seil von Abelmir eine junge, nackte Frau finden, die hier in einer Ecke kauert und die Beine angezogen hat. Du kannst sehen, wie wohl ein riesiger Riss über ihren Arm rübergeht. Okay, dann würde sieht aus wie eine Kralle. Dann würde ich sie gerne auf Rissual ansprechen. Würfel mal auf Rissual.
Perfekt. Hallo, junge Nymphe. Mein Name ist Boltax. Wer bist du denn? Ich bin Aliola. Hallo, Aliola. Ich habe gehört, du bist verletzt, nicht wahr? Ja. Blick einmal her. Vielleicht kann ich dir ja etwas Gutes tun. Und ich würde mir das Ganze mal anschauen. Ja, kannst du machen. Was möchtest du da würfeln? Was möchtest du mir da geben? Nee, also ich würde es mir erstmal nur optisch anschauen und dann eventuell einen Balsam wirken. Ja, es sieht aus wie eine, wie Krallenspuren, die sich über ihren Arm ziehen. Wurde sie wohl erwischt und das eitert auch nicht zu, es krustet nicht zu. Auch wenn Wassernymphen vielleicht keine richtige Wundheilung haben als magische Wesen oder als Wesen des Wassers. Aber ja, sie ist verletzt und weint dementsprechend. Könnte das auch dafür sorgen, dass der Wasserfall so elementar verbunden, wie sie ist, stärker rauscht? Okay, das wäre. Ich lasse mir auf jeden Fall für den Balsam Zeit. Würde dann Balsam wirken. Sieht aus? Ihr fehlen 20 Lebenspunkte. Okay. Ich bin ja, denke ich mal, bei vollen ASP. Ja. Dann würde ich hier die wiedergeben. Gut. Du kannst sehen, wie das zuwächst und sie dann den Arm schaut und bleibt nicht mal meine Narbe zurück. Sie lächelt dich an und gibt dir einen Kuss. Nun, mein Kind, ich hoffe, es geht dir jetzt besser. Ja, und danke. Wer hat dir diese Wunde angetan? Ein böser Mann mit einer Geiermaske und einem Stab. Oh, furchtbar. Aber wollte helfen, als sie angegriffen haben. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Es ist ein gefährlicher Mann, ein böser Mann, ein Feind von uns. Wenn wir ihn dereinst sehen, werden wir nicht vergessen, was er dir angetan hat. Und wenn wir irgendwann einmal die Möglichkeit haben, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den großen Geist dieses Flusses, dieses Stromes, den grauen Mann. Natürlich kann ich, Papa. Dann würde ich dereinst einmal gerne mit ihm sprechen. Ich bestehe darauf, dass ich euch einen Gefallen schulde. Nun, in dem Fall würde es mich freuen, wenn du mich wenn du mich ihm eines Tages einmal vorstellst. Ich frage ihn mal. Das ist schön. Ja. Und dann würde ich mich noch freundlich von ihr verabschieden, mich noch einmal dafür bedanken, dass sie versucht hat, den Leuten zu helfen. Und dann wieder aus dem Wasser steigen. Müsste jetzt ungefähr so 10 Minuten gedauert haben mit dem Balsam zusammen. Was? Gut. Dann, sobald ich aus dem Wasser herauskomme, fällt dann auch mein Zauber ab. Und ich gucke erstmal die anderen an. Und? Nun, ich konnte der Nymphe helfen, ich habe sie geheilt und ich werde mich mit ihrem Vater. Rettet den Vogel! Rettet den Vogel! Genau, den Vogel haben wir auch gerettet. Aber ich werde mich mit ihrem Vater unterhalten, sobald es die Zeit zulässt und er uns gewogen ist. Ihr Vater. Gewogen, versteht ihr? Ach so, ja, ihr Vater, das ist der graue Mann, der große Geist dieses Flusses. Ah, welch ein Glücksfall! Meuterei! Ich wusste nicht, dass die sich fortpflanzen. Es ist etwas komplizierter als reines Fortpflanzen, wie wir es kennen, aber der graue Mann hat viele Kinder. Sieh, wie die Zagobaito umarmt dich erstmal. Ah, das ist so nett von dir, Boltax, dass du geholfen hast. Aber natürlich ist es doch ein Wesen der Elemente und wenn die Elemente trauern, da kann ich nicht anders. Ich meine, es ist ein Kind Sumus wie wir alle und da musste ich doch etwas tun. Boltax, kann man hier schwimmen? Also da, wo du gerade geschwommen bist. Ja, also ich bin untergetaucht. Ich kann nicht besonders gut schwimmen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, Raffin. Ah, wunderbar. Mira, Schatz, komm doch mal her. Wir beide gehen schwimmen. Rede du weiter mit der Zageweiden. Ja, auf jeden Fall habe ich ihr geholfen. Es war wohl ein Typ mit Geiermaske, der ihr das angetan hat. Böser Mann.
Mhm, Mira hat vollkommen recht. Den werden wir eines Tages auch noch dran kriegen. Für das, was er getan hat. Aber die Nymphe wirkte freundlich. Natürlich. Ja, ja, sie hat gesagt, sie schuldet mir etwas. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mit dem grauen Mann sprechen. Und hat sie gesagt, ja. Also gewissermaßen. Ja, gut, ich... Bitte, vielleicht ist es ein bisschen so wie mit Ifion und ihrem Vater. Es ist bestimmt eine gute Sache, wenn die Tochter ein gutes Wort für Boltax einlegen kann. Allerdings, das würde ich doch meinen. Vielleicht sollten wir uns auf die Leute hier in der Höhle konzentrieren zuerst. Die sehen etwas hungerleidend aus. Wir können sicherlich ein wenig unsere Vorräte mit ihnen teilen, aber viel führen sie selbst. Derzeit führen wir selbst nicht mit. Das ist wahr. Sagt einmal, seid ihr ständig hier in dieser Höhle oder nur weil ihr gerade uns habt kommen sehen? Seit den Überfällen auf Romulus sind wir hier. Romulus wurde befreit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Was? Das ist ja schön. Ja, in der Tat, in der Tat. Also, wenn ihr nicht mehr hier bleiben wollt, dann geht in die Stadt. Okay, dann machen wir das. Nee, wir haben uns hier versteckt, weil wir haben gesehen, dass Romulus brennt. Und dann sind wir hier hin und dann kamen ja auch noch die Geiermenschen aus dem Süden nach Norden und haben auch noch die Effertgeweihten angegriffen. Und dann haben wir uns weiterhin nicht versteckt. Das war eine sehr kluge Entscheidung. Auf jeden Fall. Seid ihr es, die angefangen haben, das Kloster wieder aufzubauen? Oder ist das jemand anderes? Nein, das ist auf der anderen Seite. Weiß nicht, wer das ist. Man kommt dort nicht hin von hier aus. Nein, die Wasser sind gefährlich. Der graue Mann lässt nicht zu, dass man da durchschwimmt. Vielleicht haben wir ja glücklicherweise einen Stein im Brett bei ihm. Die Eferdi hatten sicher eine Möglichkeit, in die Höhle zu kommen. Aber wir sind keine Eferdi. Und ich würde ungerne hier meinen Zauber benutzen. Man muss es ja nicht über Gebühr strapazieren. Das ist wohl wahr. Genau, was ist die beste Möglichkeit, hinüberzukommen? Über die Kettenfähre in Romulus. Nun, da haben wir schlecht geplant, fürchte ich. Aber man kann doch sicher auch über den See fahren, oder? Das habe ich noch nicht versucht, aber der ist ziemlich groß und ziemlich gefährlich. Wusstet ihr, dass eine Wiese unten im See liegen soll? Ja, natürlich, das weiß doch jeder. Ja. Ich nicht. Was für ein Wiese? Ein sehr großes Wesen. Ich denke, sie weiß, was ein Riese ist. Ich denke, sie wollte eher spezifischere Informationen. Lebt er? Ist es ein Wasserriese oder was tut er in dem See? Ich denke, schlafen. Schlafen, genau. Und eines Tages wird er sich wieder erheben, wenn der Partien in Gefahr ist. So sagt man zumindest. Seht ihr? Ein Mythos. Ja, ich fürchte, er hat seinen Auftritt verpasst. Nun, abwarten. Aber wenn ihr über den Fluss wollt, dann könnt ihr doch jetzt, wo ihr die Nymphe geheilt habt, könnt ihr doch sie fragen. Ich dachte, das sei der Plan. Wollte eigentlich mit ihrem Vater reden, aber wenn ihr unbedingt über den Fluss wollt, dann... Nun, ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob wir beide dasselbe wollen, aber wir müssen über diesen Fluss, Boltax. Oder eben über den See. Das ist ja egal. Aber auf die andere Seite müssen wir irgendwie. Ich würde eben gerne mit ihrem Vater reden, weil er möglicherweise nun das Wesen elementarer Kraft ist, das uns hier, wenn wir einmal mit dem Drachen ringen werden, den größten Vorteil verschaffen könnte. Wann taucht ihr auf? Nun, es ist ein Wesen des Wassers. Wasser ist launisch, flexibel. Was wird sich zeigen? Morgen, in einer Woche, in einem Monat?
Nun, auf ewig können wir nicht hierbleiben. Boltax, wenn ihr irgendwie in Erfahrung bringen könntet, wann ihr dieses Gespräch führen könnt, wäre uns damit schon geholfen. Ja, das werde ich auch. Ich werde mich jetzt gleich einmal unter einen dieser Wasserfälle setzen und meditieren. Vielleicht habe ich dann eine Eingebung. Gut, wir anderen können ja vielleicht den Flüchtlingen dabei helfen, ihre Sachen zu packen. Das ist ja nett von euch. Hier kann man wunderbar schwimmen. Sie bei sich haben. Ja, Rafin, geht schwimmen. Das tut ich war gern. Schon einmal durch den Wasserfall und wieder hier. Es ist eine schöne Strecke. Braucht ein bisschen Luft. Kalt? Oh, kalt würde ich nicht sagen. Es ist jetzt nicht warm, aber man kann sich durchaus mal reinlegen. Was bitte? Es ist die Sinde. Ach, das ist Anstellerei. Siehst du, Boltax ist ja auch reingesprungen. Ja. Nun, vielleicht verzichte ich dennoch darauf. Er kann euch nicht zwingen. Außerdem, Mira gefällt es wunderbar. Man kann auch bis zum Elfertempel schwimmen. Ja. Sagt einmal, ob Mira uns auf ihrem Rücken reiten lassen würde und uns hinüberziehen würde. Oh, Mira, Schatz, komm doch mal zu Papa Rafim. Ja, ich glaube nicht, dass ihr da alle drauf passt. Oh ja, du bist mein braves Mädchen. Du sollst nicht in die Hand beißen, Mira, das weißt du doch. Oh ja, wer ist mein braves Mädchen? Was habt ihr nochmal gefragt? Ach, nicht so wichtig. Okay. Aber ihr könnt auch einfach alleine hinschwimmen, ist nicht so schwierig. Ich möchte euch nicht aufhalten, aber ich bin keine besonders gute Schwimmerin. Der Gardang eignet sich nicht zum Schwimmen und auch sonst hatte ich wenig Gelegenheit außerhalb der Becken im Tempel. Ja, Jalan schwimmt ganz gut, er kann euch mit Sicherheit helfen. Ich denke nicht, dass wir mit all unseren Sachen dorthin überschwimmen sollten. Rafim, erinnerst du dich daran, was das letzte Mal passiert ist, als er versuchte, auf eigene Faust diesen Fluss zu überqueren? Ja, wir schwimmen nicht. Was ist denn passiert? Wir wären alle fast jämmerlich ertrunken. Aber da haben wir auch ein Boot benutzt, das war der Fehler. Ihr hattet ja auch kein Zwerg dabei, das war der Fehler. Wollt ihr schwimmen, Boltax? Nein. Wollt ihr vielleicht das Boot steuern, das wir erst auch noch auftreiben müssten? Ich hätte mich ja auf Mira gesetzt. Rafim sagt, was meint ihr mit, man kann aus dem Effort-Tempel schwimmen? Also man kann bis dahin schwimmen. Warst du schon da? Nee, ich hab wieder umgedreht. Ich wollte euch ja nicht hier alleine lassen. Aber ich hab's gesehen, also hätte nur noch rausgehen müssen, dann war's schon da. Ihr seid durch den Wasserfall durchgeschwommen und wieder zurück. Ja, wieso? Nun, Erfim, wenn du die Strecke schwimmen kannst, warum bewältigst du sie nicht einmal im Ganzen und fragst vielleicht die Eferdis um Beistand? Aber ich dachte, die Eferdis sind alle tot. Das stimmt, aber irgendwer baut ja dieses Kloster wieder auf, also irgendwelche Leute müssen dort sein. Ich wundere mich gerade, dass Rafim unabhängig von seiner Kraft und Statur den Weg antreten kann. Er sagt es ist überraschend einfach, es ist fast so, als würde das Wasser einen dahin schieben. Sehr beeindruckend. Weiß aber nicht wieso. Vielleicht, wenn das Efferts Wille ist? Oder der des grauen Mannes. Nun ja, ich werde darüber meditieren. Ihr könnt euch ja noch den Kopf zerbrechen, wie wir nun da rüberkommen. Ich setze mich einmal unter dieses Saal hier. Ja. Dann würde ich mich nackt ausziehen, den Aquamarin rausholen, den ich in Romulus gekauft habe oder getauscht habe gegen einen anderen Edelstein. Mich mit dem in der Hand im Schneidersitz unter den Wasserfall setzen. Ich werde die Zeit für ein Gebet nutzen. Und ich schwimme noch ein bisschen. Komm, Isorun, lass uns anschauen, was die Flüchtlinge für Sorgen haben und Wunden. Vielleicht können wir ihnen helfen. Ja, lass uns das tun.
Könnt ihr euch um die Bauern, Handwerker, generell Flüchtlinge aus der Partien, aus der Wildermark kümmern, die hier unter der Anleitung von Sievi die Tage, Wochen und Monate verbracht haben. Währenddessen wird Boltax in ein Gebet versinken, in eine Meditation. Asavo wird sich Rafim anschließen und nach kurzen Schritten ins Wasser immer mehr eintauchen und ebenso schwimmen. Na kommt, Asavo, es ist gar nicht so schwierig. Ihr müsst da vorne auf den Stein aufpassen, aber dann ist das wie, als würde euch das Wasser tragen. Ulamin tanzt dabei, weil, naja, Gebet muss ja bei der Raya-Kirche nicht unbedingt Worte heißen, sondern langsamen, wiegenden Tanz, der an die Bewegungen des Wassers erinnern soll und füttert Effort um seine Gunst, dass wir halt zu dem Kloster rüberkommen. Was tut Jalan? Fahr auf den Wasserfall hinaus und wartet erst einmal ab. Wenn ihr euch um die Bedürfnisse der Bauern draußen im Licht des Regenbogens kümmert, ja, einige Schürfwunden versorgt oder die Unterernährung von dem einen oder anderen dann versucht zu bekämpfen mit euren Rationsbeuteln, mit euren Brotbeuteln, Travier gefällig, könnt ihr erkennen, wie wohl Rafim und Asavo gemeinsam mit Mira auf der anderen Seite des Flusses stehen und euch zuwinken. Seht mal dort, sind hinübergekommen. Ja, ich werd verrückt. Und dabei war doch dieser Fluss so ungastlich das letzte Mal. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Effats Laune? Wohl eher die dieses Bauernmannes. Komm dir jetzt nochmal aus Havu, was stehen die da so lange rum? Weiß es nicht. Sollen wir wieder zurückschwimmen? Ich denke, wir brauchen einfach Göttervertrauen. Na, ich setz mich mit Mira hier hin, falls dann doch einer abtreibt, dann sammeln wir den wieder ein. Kommt jetzt, hallo! Worauf warten die denn? Oh. Ich werd hier noch alt, Asavo, ich werd hier noch alt. Wie ist der Stand bei Boltax? Ja, ich würde mich in den Aquamarin, den ich in beiden Händen halte, versenken. Wie das Wasser, die Gischt, langsam über diesen Stein läuft, ihn heruntertropft und abperlt, darin versuchen wollen, einen Deut des grauen Mannes zu sehen, ob ich warten soll oder ob er sich zu erkennen gibt und mit mir sprechen möchte, wenn es an der Zeit ist und ich erstmal weiterziehen soll. Du merkst, dass das Donnern des Wasserfalls wohl leiser wird und wenn du die Augen öffnest, kannst du sehen, wie alles in Zeitlupe um dich herum nach unten fließt. Wahre Macht des Wassers. Nun, grauer Mann. Mein Name ist Boltax. Bin ein Geode und habe mich den Elementen verschrieben. Wir haben schon einmal vor langer, langer Zeit denjenigen gekämpft, der die Elemente unter seiner Knute vereint hatte. Großen, ehrlichen, goldenen Drachen Pythakor. Doch mit seiner Macht hat er ein Wesen geschaffen, gefährlich, aus Feuer und korrumpiert, der Alagrim. Da wurde von einem ehemaligen Adjutanten Drachen Razazor, den wir zu bezwingen trachten, aufgenommen. Du als wichtigstes, als mächtigstes Wesen der Region, Patron dieses Flusses und dieser Lande. Ich bitte dich, uns beizustehen, wenn die Zeit gekommen ist, wenn wir uns diesem Feind gegenübersehen. Dann würde ich meine Hand mit dem Aquamarin ausstrecken und ihn sanft ins Wasser gleiten lassen, sodass er fortgespült wird. Du merkst wohl wieder, wie die Zeitlupe aufhört und dir mit aller Gewalt der Aquamarin vom Wasserfall aus der Hand gerissen wird. Und er verschwindet.
Ich danke dir. Ja, dann würde ich mich aus dem Schneidersitz wieder erheben, meine Kleidung und meinen Hartholzharnisch anziehen und dann zu den anderen dazukommen, die noch auf dieser Seite sind. Nun, ich bin froher Dinge. Wirklich? Was wurde euch gezeigt? Nun, ich gehe davon aus, dass er uns beistehen wird, wenn die Zeit gekommen ist. Das ist doch schön. Seht einmal, wer schon auf der anderen Seite ist. Oh. Hallo, Mira. Hallo. Ja. Nun, dann wollen wir es wagen, oder? Nun, wir haben keine andere Wahl. Das stimmt wohl. Jalan, kommt. Was? Ja, natürlich, natürlich. Auf die. Ich bin da. Ich danke euch, dass ihr uns geholfen habt und... dann werden wir tatsächlich mal nach Romulus wieder gehen. Gute Reise? Eine gute Reise. Zwar mit euch. Travia und zwar mit euch. Eine gute Reise. Du kämpfst wie eine Kuh. Aha, du kämpfst wie ein Bauer. Verstehst du, weil du ein Vogel bist. Meuterei. Ich verstehe solche Wesen nicht. Das Federvieh? Auch. Ich glaube, es ist ein Paradiesvogel, oder? Verdammter Vogel! Lustig. Lass uns gehen. Mein Großonkel hatte mal eine zahme Drossel. Oh. Eine Drossel? Ja, eine Drossel. Sie hat eine sehr schön gesungen. Drossel? Eine Singdrossel? Das weiß ich nicht. Eine Drossel eben. So ein Drosselviech eben. Dann bitte eine Schwimmprobe. -7. Oh je. Von allen, ja? Ja, von allen -7.